Spielzeug. Das ist eine Nadel. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Sieht gut aus. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, wer soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen? Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Okay, Zeit zu packen. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nicht. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey. Seid ruhig.
wahrscheinlich. Mist, verschlossen. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Aber kann es nicht werden. Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen.